Hallo meine Lieben, ich bin Adel André und ich lebe in meinem Camper mit meinen zwei Hunden Gordy und Buddy. Na, ihr zwei Süßen. Und ich bin im Moment auf der Reise durch die Türkei, quasi vom Meer über die Stadt aufs Land. Jetzt bin ich gerade auf dem Land. Und dann geht es zu einem Fluss. Und dann zu einem Wasserfall. Also quasi von Meer zum Wasserfall über Stadt, Land, Fluss. Ich zeig kurz mal, wo ich bin. Hier, so sieht's hier aus. Da hinten ist ein Stausee, glaube ich. Buddy, rein! Rein! Pst. Da springen die einfach hier raus. Also das gibt's nicht, meine Freunde. Ja, die haben keinen Bock mehr, weil ich bin schon eine Stunde hier hingefahren von Kanakale oder Canikale oder wie auch immer im Nordwesten von der Türkei, ne? Und ja, ich wollte eigentlich eine Community treffen. Habe ich auch, kurz, aber nicht direkt bei denen an der Community, sondern ich habe die vor einem Café getroffen. Und die haben sich da getroffen, um dann auf einer Farm arbeiten zu gehen und eine Ernte zu machen über den Tag bis 6 Uhr oder so, also bis heute Abend. Und ich hatte dann doch keine Lust, da mitzufahren mit meinen zwei Hunden. Da war leider die Kommunikation nicht so richtig. Schade eigentlich. Ich fühlte mich auch da nicht so wohl, muss ich sagen. Nicht wirklich so willkommen von den meisten, aber vielleicht wegen der Sprachbarriere. Der mich willkommen geheißen hat, der kam 20 Minuten später und konnte auch gut Englisch. Aber leider gab es keine richtige Kommunikation. Ich habe ihn nämlich vorher geschrieben, was ich vorhab. Ich möchte sehen, wie die so miteinander leben und was sie so machen und würde das auch gerne filmen. Und habe zwei Hunde, ich reise mit dem Camper. Ich habe die freie, sagen wir mal, die freie, freiere, unabhängigere Lebensweise gewählt. Ja, und ich bin auf der Reise. Er hat jetzt nicht geschrieben, ja, du kannst gerne kommen, wir gehen wohl arbeiten, du kannst da mithelfen, wenn du möchtest. Ja, mit deinen Hunden musst du schauen. Also, es ist recht warm und ich habe keine Lust, auf dem Feld zu arbeiten. Und meine Hunde laufen da rum. Vielleicht sind da noch andere Hunde oder so. Und ich kann mich gar nicht so richtig um die kümmern und aufpassen. Oder ich bin die ganze Zeit mit meinen Hunden zusammen und gucke zu, wie die da arbeiten. Also deshalb bin ich weitergefahren und noch weiter ins Inland quasi. Ich bin ja auch schon extra für die Community eine halbe Stunde ins Inland schon weiter weg von meiner Route gefahren. Und jetzt fahre ich noch mal eine Dreiviertelstunde weg. Weiter. Meine Route hat sich jetzt dadurch verändert. Aber es ist ein sehr schöner Park und so richtig schöner Wasserfall soll da sein. Ich bin gespannt. Ich lasse mich mal so leiten. Wir fahren jetzt los. Also, übers Land zum Fluss. Okay, ich bin angekommen. Ich bin noch ein bisschen ratlos, wo lang. Aber hier ist schon mal ein schöner Wasserfall. Ein Picknick kann man hier ganz viel machen. Überall sind hier so die Picknick-Areas und dann kann man hier schön an den Fluss laufen. Also es muss was Besonderes sein, weil hier schon einige Leute jetzt sind.
Ich kann den Namen des Parks nicht aussprechen. Da kommt ein Hund. Wo ist der Buddy da? Okay. Der Hund ist an der Leine. Muss ich jetzt natürlich immer hier auf meine Hunde achten. Aber hier ist echt was los. Ne? Ich bin jetzt hier eine Stunde nochmal über eine Rappelstraße gefahren. Mit maximal 40 km/h. Und ja, die Hunde sind froh. Und ich auch, jetzt hier zu sein. Und es ist eigentlich so 24, 25 Grad, aber hier ist es frisch. Die Sonne kommt da nicht durch. Wir werden jetzt hier hochwandern. Und dann zeige ich noch mehr, was es gibt. Und mir fallen gerade so ein paar Themen ein, die mir auf dem Weg eingefallen sind. Buddy, wo willst du denn? Der Buddy. Buddy! Buddy! Was machst du denn da unten? Okay. Naja. Juris Julu, da gehen wir jetzt lang. Bei mir bleiben. Ich muss mal kurz ermahnen, weil die Hunde sind jetzt sehr aufgeregt. Nach der langen Fahrt haben die keine Lust, die ganze Zeit jetzt brav an meinem Fuß zu sein, sondern die wollen ja alles, weil so vielen Picknick-Areas, ne, so viel Krümel wie möglich aufsammeln. Gordi geht schon mal baden und Wasser trinken. Das sieht schon sehr cool aus hier. Also ich werde jetzt erstmal nicht meine Gedanken loslassen, die so in meinem Kopf schwirren, über bestimmte Themen, weil ich möchte lieber hier diese Landschaft jetzt genießen und die dir zeigen. Und vielleicht nachher rede ich noch was. Das siehst du dann am Titel meines Videos, ob ich darüber rede oder nicht. Jetzt haben wir erstmal Fluss nach Stadtland. Das ist jetzt Fluss. Oh, da müssen wir jetzt rüber gehen. Auch interessant. Weiter. Das ist ein bisschen glatt, ne? Aber interessant, dass die das hier so lassen. Da können die meisten Leute ja gar nicht gehen. Ältere. Noch nicht mal irgendwie hier was zum Festhalten. Okay. Ah. Das ist schon mal cool. Also das gefällt mir. Also ich glaube, das war's schon. Buddy, komm da runter. Da oben ist eigentlich ein Wasserfall. Buddy! Meine Güte, komm hier. Also da geht eigentlich der Wasserfall runter. Ist trocken. Also wir sind nicht viel gelaufen. Ah. Ich wollte eigentlich wandern. Ja, also ich habe mich schon gewundert, warum hier keine richtigen Wege sind. Weil wenn da der Wasserfall runterkommt, da kann man hier nicht mehr weitergehen. Das ist klar. Also dann laufen wir wieder zurück quasi. Und schauen mal, ob es da unten noch was gibt. Aufpassen, dass ich hier nicht wegrutsche auf den Steinen. Okay,
Also ich muss sagen, ich habe schon vieles gesehen. Den Wasserfall hätte ich natürlich auch gerne gesehen. Es ist ein wunderschöner Ort, auf jeden Fall mag ich. Auch die Energie ist wunderschön. Aber 1,5 Stunden hier von meiner Route abzufahren, das hätte ich nicht gemacht normalerweise. Und es sieht so aus, als ob ich wieder die gleiche Route zurückfahren muss. Ja, so ist es. Da müssen wir jetzt wieder runter. Okay. Mal gucken, vielleicht, ich glaube, der andere Wasserfall da unten, der ist auch sehenswert, den zeige ich euch auch noch. Also, das ist echt für mich schon herausfordernd, über diese Steine zu gehen, nicht abzurutschen, die sind sogar wackelig. Also sowas wird es in unseren sicherheitsfanatischen Ländern, wo wir leben, in Deutschland, Schweiz, Österreich, sage ich jetzt mal einfach mal so, nicht geben. Also ich finde das eigentlich cool, ja? Dass es einfach gehalten wird hier. Ich muss auch sagen, die Türken, die sind auch nicht so regelfanatisch. Gestern in der Stadt hat sich keiner an die rote Ampel gehalten als Fußgänger. Und die gucken, ist frei, gehen sie rüber, ist nicht frei, bleiben sie stehen. Ja? Und es funktioniert selbst in so einer Stadt. Ohne Probleme. Naja, das ist es. Also ich bin schon ein bisschen enttäuscht, weil ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Sonst wäre ich nicht so weit gefahren dafür. Also, es ist wunderschön, aber ich habe ein anderes Ziel. Ich will in den Süden. Und jetzt habe ich heute den Tag dadurch verloren. Naja. Zum Glück haben wir ja schönes Wetter, aber davon haben wir jetzt auch nicht so viel hier unter den Bäumen. Ach ja, man muss es einfach so annehmen, wie es ist. Ich gehe mal gucken, ob wir noch irgendwo anders wandern können. Da oben sieht auch so aus, als ob da ein Weg ist. Da gehen wir jetzt auch lang. Es geht ja immer um Erwartungen. Erwartungen ist das Stichwort heute und klare Kommunikation, das ist das Thema, hat sich jetzt herauskristallisiert durch meine heutigen Erlebnisse. Und zwar fing das ja schon an mit der Community. Ich hatte eine andere Erwartung. Hab's sogar klar kommuniziert, aber deren Erwartung an mich wurde nicht klar kommuniziert oder nicht klar kommuniziert, ob sie meiner Erwartung entsprechen können oder würden oder was sie überhaupt vorhaben und ob ich da Lust habe mitzugehen. Ja? Gar keine Kommunikation leider und das ist schade. Ja.
Das wäre ihr Preis gewesen, ein trockener Riesenwasserfall. Ja, klare Kommunikation, sage ich nur. Also ich hätte es mir denken können, aber man weiß es ja nie. Lauf mal wieder zurück. Also ich bin ein bisschen wirklich sehr enttäuscht, weil durch eine Empfehlung bin ich zu der Community gekommen und durch die Community, weil die halt heute halt arbeiten und die Kommunikation nicht so war, bin ich dann hier hingefahren. Und er hat mir gesagt, so ja, es ist nicht weit, 20 Minuten. Und Google Maps hat 40 Minuten gezeigt, dann war es von 20 auf 40. Und im Endeffekt war ich 60 Minuten unterwegs, weil ich mit meinem Camper halt nicht so schnell über die Ruppelstraße fahre. Ja, also wenn ich das vorher alles gewusst hätte, ne? Und dass es hier keinen Wasserfall gibt, sondern trockener Wasserfall, dann hätte ich anders entschieden. Naja, wir werden jetzt mal das Beste draus machen. Hier kann man wohl auch hochwandern. Dann wandern wir jetzt hier ein bisschen durch die Natur, die auch wunderschön ist. Also durch unklare Kommunikation oder fehlende Kommunikation oder unachtsame Kommunikation oder grobe Kommunikation haben wir sehr viele Missverständnisse und Konflikte und Enttäuschungen. Und daher ja, bin ich jemand, der immer klar kommuniziert. Manchmal ist es vielleicht zu direkt und manchmal auch vielleicht, weil ich achtsam sein möchte und feinfühlig, beziehungsweise fein, also ich möchte jedem gerecht sein, ne? Vor allem zum Beispiel meinem Kanal sind ja viele, die mir folgen, weil sie mich und ja, weil sie Interesse haben an das, was ich mache, ne? An dem, was ich mache. Und ich fühle mich da auch geehrt und gewertschätzt. Und dann kommen aber manchmal nicht so schöne Kommentare, wo Menschen sich dann einmischen wollen in mein Leben. Dann versuche ich noch freundlich zu bleiben, lange. Und dann irgendwann muss ich doch klar kommunizieren und sagen, nee, es ist nicht deine Sache, es ist meine Sache. Es ist nicht dein Gefühl, nicht mein, dein Gefühl ist nicht mein Gefühl. So, jetzt habe ich es. Und deine Angst ist nicht meine Angst. Deine Sorge ist nicht meine Sorge. Deine Erfahrung ist nicht meine Erfahrung. Deine Meinung ist daher auch nicht meine Meinung. Und so ist es. Also wir gehen jetzt mal den Berg einfach hoch, dann kommen wir vielleicht gleich in die Sonne. Boah, das ist ein ganz schöner steiler Aufstieg. Ja, also das ist in jedem Bereich des Lebens oder unter Menschen so, verschiedensten Menschen, sei es in der Arbeit, auf der Arbeit, mit Arbeitskollegen, in der Schule oder wie auch immer, wo die Interaktion mit Menschen ist, in der Familie oder in Beziehungen, in jeglichen. Ich nenne mal jetzt ein Beispiel, oder ich mache es gleich, wenn ich oben bin vielleicht, dann bin ich nicht so aus der Puste. Ja, ich glaube, hier ist jetzt Schluss.
Ich nenne mal ein Beispiel, ein aktuelles Beispiel. Ich nehme gerne Beispiele aus meinem Kommentar-Chat oder was auch immer zu meinen Videos oder was ich dann erzähle. Und zum Beispiel, jetzt hatte ich Probleme mit den Hunden, dass sie angegriffen worden sind von Streunern an einem Rastplatz. Wie könnte ich nur meine Hunde frei rumlaufen lassen auf dem Rastplatz, so in der Art. Also, das ist jetzt übertrieben, ne? Aber so, ja, ich meine, ist doch meine Sache, oder? Also, mein Hund ist vor dem angreifenden Hund weggelaufen. Über die Autobahn. War natürlich nicht so eine schöne Sache. Hätte wirklich auch schief gehen können. Es war sehr, sehr knapp. Haarscharf. Die Story kannst du im vorletzten Video sehen. Hier der kleine Buddy. Buddy, komm mal hier. Ja, das zeig dich mal. Ja. Das ist der Gordy, ja. Wenn ich einen rufe, kommt der andere auch. und dann kommen so, also ich war wirklich nicht gut drauf. Hat man in dem Video gesehen, es war sehr emotional. Und viele haben mich aufgebaut in ihren Kommentaren. Ja, auch wenn sie vielleicht sich gedacht haben, ja, wie kann man eigentlich seinen Hund so an der Raststätte frei rumlaufen lassen. Ja, ich sag mal so, da gab es dann Einzelne, die nicht so feinfühlig oder achtsam kommuniziert haben. Und dann fühle ich mich auch dann verletzt und angegriffen. Und dann muss ich mich von abgrenzen natürlich. Außerdem fühle ich irgendwie, dass derjenige nicht den Sinn meines Kanals verstanden hat. Den kommuniziere ich nicht in jedem Video, aber in der Kanalbeschreibung. Und zwar bin ich aus dem System so weit wie möglich ausgestiegen als Reisender, arbeite nicht mehr für das System. Und also ich bringe nicht meine Arbeitskraft in Form von Steuern für das System ein oder andere Sachen. Ich habe die freie oder freiere, unabhängigere Lebensweise gewählt und reise mit meinem Camper und lebe in meinem Camper und bin glücklich. Ich möchte frei und unabhängig sein. Und deshalb möchte ich auch meine Hunde so weit wie möglich frei laufen lassen. Dann erzähle ich oft, dass ich in meinen Videos quasi dir Mut machen möchte, ins Vertrauen zu gehen und einen Schritt raus aus der Sicherheit zu gehen. Ansonsten kommst du nicht weiter. Dann bleibst du immer in dem Leben stecken, das du dir nicht wünschst, aus Sicherheitsgründen. Und kommst nie zu der Erfüllung deiner Träume, zu dem Leben, das du dir wünschst. Nur durch das Risiko kann ich mir so ein Leben wie jetzt hier, ja, gönnen. Oder verwirklichen, das ist das Wort. Wenn ich aber in der Angst bleiben würde und in der Sicherheit, dann würde ich weiterhin den 9-to-5-Job machen, als Sklavenarbeiter für das System und das mich krank macht und mich belastet. Und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und deshalb verstehe ich nicht, warum dann immer wieder Menschen in meinen Kanal geführt werden. Vielleicht haben die es nicht mitgekriegt.
Aber die wollen ihre Angst mir überstülpen. Ihr habt doch ganz andere Erfahrungen im Leben gemacht. Ja? Deshalb bitte ich darum, da achtsam zu sein und auch in deinem Leben, auch mit anderen Menschen, egal wo, auch in der Familie oder wo auch immer, sich nicht einzumischen. Vor allem der Weg geht in die bedingungslose Liebe. Das heißt, innerhalb von Beziehungen zum Beispiel, da auch sein Gegenüber, seine Partner oder Partnerin so zu lassen, wie er oder wie sie ist. Derjenige oder diejenige wird ihren eigenen Weg gehen. Ich bin so ganz gut durchs Leben gekommen und vor allem in den letzten Jahren, seitdem ich meinen Weg jetzt wirklich so gehe, in der Transformation, werde ich geführt und ich weiß, wir sind gesegnet und beschützt. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht, wie viel Schutzengel ich schon hatte. Und der Buddy hatte jetzt auch seinen Schutzengel. Oder mehrere. Muss ich noch mal kurz rufen. Buddy! Ach, der Buddy. Die kleine Wühlmaus, da ist er. Nicht so weit, ne? Einfach besser. Und ich muss mal kurz stoppen. Also die Message von meinem Video wurde auch nicht verstanden. Und zwar sollte mich diese Situation aufrütteln, denn ich habe erkannt, wie sehr mir meine Hunde ans Herz gewachsen sind und mir wichtig sind. Und ich zeige meine Liebe den Hunden nicht immer so, weil ich auch sehr hart in der Führung bin mit ihnen. Und damit ich sie so frei laufen lassen kann. Wenn der Hund nicht so gehorcht, wie ich das möchte, kann ich ihn nicht frei laufen lassen. Okay. So, das kann schon mal ein Unterschied sein zu deiner Führung mit deinem Hund. Okay? Mein Hund gehorcht mir. Er geht nicht einfach so auf die Jagd. Oder wenn er es versucht und ich sage, stopp, dann bleibt er stehen. Okay, geh mal weiter. Also, die Message meines Videos dahinter, wenn sowas Schlimmes passiert und man Glück hatte, nicht jetzt in weiteren Situationen Angst zu haben, das will die geistige Welt 100% nicht von mir. Ja, die würden immer sagen, sei in der Liebe, sei im Vertrauen. Und ich habe das. Ich noch mehr in der Liebe sein darf mit meinen Hunden. Im Vertrauen bin ich sowieso. Ich kann nicht einen Videokanal machen und Menschen Mut machen wollen und sagen, ja, sei im Vertrauen, du bist gesegnet, du bist beschützt. Ja? Geh deinen Weg, deinen Herzensweg, geh aus der Sicherheit und hab Spaß. Nein. Wenn ich selber Angst habe, hätte, ja, könnte ich das nicht so rüberbringen. Ich habe keine Angst. Ja? Ich bin im Vertrauen und deshalb habe ich keine Angst. Angst ist das Gegenteil von Vertrauen. Oder sogar Urvertrauen, kann man sagen. Das Urvertrauen kriegst du, wenn du weißt, dass du geführt wirst in deinem Leben, oder die Erfahrung sogar gemacht hast. Dass es da noch was anderes gibt, auch nach dem Tod. Und das Zweite, was die Message sein sollte, achtsamer zu sein. Wie in allem im Leben, in der Kommunikation, aber auch achtsamer zu sein. Aufzupassen, wo man hintritt. Ja? Hier zum Beispiel ist es jetzt ein bisschen rutschig. Da muss ich schon etwas aufpassen.
Deshalb gehe ich langsamer. Natürlich, wenn ich jetzt ein Video mache dabei, bin ich nicht so ganz achtsam. Also das ist schon ein bisschen riskant. Aber hier geht es jetzt nicht groß ab. Ne? Ich kann höchstens mal kurz ausrutschen. Ich würde das jetzt nicht an der Klippe machen, wo es rutschig ist. Ich habe natürlich auch schon mal ein Video gemacht, wo ich auf einen Weg gegangen bin an einer Klippe vorbei. Aber da war es noch breit genug. Ja? Ich würde das nicht machen, wenn es da richtig steil abgeht und ich Angst dadurch kriegen würde und unsicher im Gehen. Okay. Und ich vertraue auf jeden Fall darauf, dass meine Hunde das auch können als Naturwesen. Ah, so, jetzt habe ich aber genug davon gesprochen. Also, ich muss jetzt auch langsam Schluss machen. Mein Akku ist fast leer. Und ja, Endbotschaft. Sei im Vertrauen, sei in der Liebe, sei in der Achtsamkeit und mische dich nicht in anderen Gelegenheiten ein. Denn du möchtest ja auch nicht, dass andere sich in deine Angelegenheiten einmischen. Wenn dir das nicht passt, dann ist das der falsche Kanal für dich, weil ich gehe diesen Weg und das ist einfach das Thema meines Kanals. Ja? Okay? Also, kann natürlich sein, dass ich jetzt den einen oder anderen damit auf den Schlips getreten habe, aber das ist einfach die klare Kommunikation, um sich selber abzugrenzen und zu erklären, worum es hier eigentlich geht. Okay? Nun ein deutliches Abschlusswort. Lieber ein glückliches, freies Leben in Freiheit zu haben, ein erfülltes Leben, als ein Leben, ein eingeengtes, unglückliches, tristes Leben, gefangen in der Angst. Gut, ich habe jetzt doch noch den Weg ein wenig genossen hier. Die Natur tut auf jeden Fall so gut. Ne? Und ich sage jetzt auf Wiedersehen. Ciao. Adios. Güle, güle. Und bis zum nächsten Video. Da weiß ich noch nicht, was ich mache, wo ich bin und was ich erzähle. So soll es sein. Alles Liebe euch und Gottes Segen. Bis bald. Euer Adel André.